das verwundert natürlich sofort. Es fehlt etwas, der weiße Kopf. Es liegt daran, dass die Victoria noch sehr jung ist, ungefähr 2 Jahre erst. Den weißen Kopf, den bekommen diese Jahre nämlich erst mit Beginn der Geschlechtsreife, also mit 5, 6 Jahren ungefähr. Trotzdem ist die Victoria natürlich schon ein sehr stattliches Exemplar mit ihren 4,5 Kilo und ihrer Flügelspannweite von deutlich über 2 Metern. Ja, und Sie merken auch, die fliegen ziemlich dicht über ihre Köpfe. Wir raten auch, diesen einzuziehen, denn sie planen es in ihre Flugbahn mit ein. Falls Sie das nicht getan haben, wünschen wir viel Spaß mit der neuen Frisur. Was glauben Sie denn, wie viele Tier- und Pflanzenarten jedes Jahr aussterben? Eine Schätzfrage. Ich verrate es Ihnen mal. Es sind etwa 130 Arten, aber leider nicht jedes Jahr, sondern jeden einzelnen Tag. Eine unglaubliche Zahl. Nur was Menschen kennen, werden sie lieben. Nur was Menschen lieben, werden sie dann auch schützen. Das ist das Motto unserer Show. Wir möchten auch Sie für dieses Thema gewinnen, damit der Schutz der Natur für uns alle endlich zu einer Selbstverständlichkeit wird. Sollten unsere Tiere ihre Herzen bis jetzt noch nicht erreicht haben, dann garantieren wir Ihnen, spätestens 5 Minuten wird es um Sie geschehen sein. Freuen Sie sich nun auf unser großes Finale mit unseren kalifornischen Seelöwen.
noch was? Sie sind noch nicht aufgetreten. Die Kegelrobben. Ich hoffe, jetzt sind sie endlich wirklich soweit. Begrüßt sie mit einem